Deaktivierung. Deaktivierung stellt die Basis für aktivierende Vorgänge dar und versetzt den Menschen in einen Zustand, in dem er oder sie leistungsbereit und leistungsfähig ist. Und die Aktivierung tritt dabei in zwei miteinander wechselwirkenden Ausprägungsformen auf. So kennen wir einerseits die phasische Aktivierung und andererseits die tonische Aktivierung. Im Zusammenhang mit der phasischen Aktivierung wird von kurzfristigen Aktivierungsschwankungen gesprochen, welche als Reaktion auf Reize auftreten. Und die phasische Aktivierung bestimmt die Leistungsfähigkeit eines Menschen bzw. Individuums bei der Verarbeitung von Stimuli und reguliert somit in weiterer Folge dann die laufende Anpassung an die jeweilige Reizsituation und die damit einhergehende Fähigkeit, Reize wahrzunehmen, aufzunehmen und in weiterer Folge dann eben auch zu verarbeiten. Und im Unterschied hierzu zeichnet sich die tonische Aktivierung durch länger anhaltende Bewusstseinslage aus, welche sich nur sehr, sehr langsam verändert. Und aufgrund der Tatsache, dass bei der tonischen Aktivierung Reizwirkungen eben deutlich länger anhalten als bei der phasischen Aktivierung, ist hier die Einflussnahme sehr, sehr schwer möglich im Unterschied zur phasischen Aktivierung, wo die Einflussnahme gut möglich ist. Aber warum benötigen wir überhaupt Aktivierung, beziehungsweise warum müssen Menschen überhaupt aktiviert werden? Das Involvement, welches wir ja bereits kennengelernt haben, eines jeden Konsumenten ist im Regelfall eher gering. Gründe hierfür können sein einerseits einmal das deutlich geringe Informationsinteresse seitens der Konsumenten. Darüber hinaus zeichnen sich die aktuellen Märkte durch gesättigte Märkte aus, also sprich, es liegt eine Sättigung vor und darüber hinaus werden dann die Produkte auch noch immer austauschbar. Und einer der dritten Gründe, welche gerade speziell durch die Entwicklung des Internets und die diversen Social Media Kanälen entstanden sind, ist auch eine sehr starke Informationsüberlastung entstanden, wodurch sich dann die Konsumenten auch sehr, sehr schnell überfordert fühlen. Und aus diesem Grund aus diesen Gründen ist dann eben in weiterer Folge notwendig, dass die Konsumenten aktiviert werden. Und hierbei können unterschiedliche Aktivierungstechniken eingesetzt werden. Und diese Aktivierungstechniken sind dann entscheidend dafür, in welchem Ausmaß wenig involvierte Empfänger den Werbekontakt nutzen und wie effizient die angebotenen Informationen dann in weiterer Folge durch den Konsumenten in kurzer Zeit verarbeitet und auch gespeichert werden. Somit kann man festhalten, dass das Ziel der Aktivierung ist die Steigerung der Aufmerksamkeit des Konsumenten, um das Produkt bzw. Informationen zum Produkt wahrzunehmen. Und im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit ist dann in weiterer Folge eben auch noch zu klären, was verstehen wir überhaupt unter der Aufmerksamkeit. Unter der Aufmerksamkeit verstehen wir die Bereitschaft, Außenreize wahrzunehmen und diese dann in weiterer Folge aufzunehmen. Und hierbei können wir vier Subtypen der Aufmerksamkeit unterteilen. So kennen wir einerseits einmal die orientierte Aufmerksamkeit, die selektive, fokussierte Aufmerksamkeit, die geteilte Aufmerksamkeit und auch die dauerhafte Aufmerksamkeit. Die orientierte Aufmerksamkeit beschreibt eine räumliche Aufmerksamkeitsausrichtung oder die Beschreibung eines zeitlichen Verlaufs. Wenn der Fokus auf einem bestimmten Ort oder einem bestimmten Stimulus liegt, dann wird von der selektiven, fokussierten Aufmerksamkeit gesprochen. Werden mehrere Reize simultan und gleichzeitig verarbeitet, wird von der geteilten Aufmerksamkeit gesprochen und von der dauerhaften Aufmerksamkeit wird gesprochen,
wenn eine längerfristige Ausrichtung auf einen Reiz besteht. Ja, so viel einmal zu den Subtypen der Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir schon vieles über das Thema Aktivierung und Leistungsfähigkeit gehört und an dieser Stelle kommt dann die sogenannte Lambda-Hypothese ins Spiel. Die Lambda-Hypothese korreliert einerseits den Grad der Aktivierung und andererseits den Grad der Leistungsfähigkeit. Und dies erlaubt uns dann in weiterer Folge eben Aussagen über erwünschte bzw. unerwünschte Levels zu treffen. Und wenn wir uns dann hierzu diese Abbildung ansehen, so sehen wir mal von links unten nach links oben den Grad der Leistungsfähigkeit dargestellt und von links unten nach rechts unten den Grad der Aktivierung, also den Aktivierungsgrad dargestellt. Und wenn wir zuerst einmal noch beim Aktivierungsgrad bleiben, so können wir hier die Aktivierung einmal unterscheiden zwischen der Normalaktivierung und der Überaktivierung. Aber auch wenn wir die Normalaktivierung ansehen, gibt es hier unterschiedliche Phasen. So sehen wir zuerst einmal am Anfang, wenn ein sehr geringer Aktivierungsgrad vorherrscht, dass seitens des Menschen oder des Individuums auch kaum Leistungsfähigkeit besteht bzw. vorhanden ist. Erst durch einen leichten Anstieg des Aktivierungsgrades kommt es dann zur entspannten Wachheit. Und das Optimum der Leistungsfähigkeit wird im circa beim Optimum des Aktivierungsgrades erreicht und hier spricht man dann von der sogenannten wachen Aufmerksamkeit. Aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass je höher der Aktivierungsgrad, umso höher auch die Leistungsfähigkeit. Nein, es kann dann eben, wenn diese wache Aufmerksamkeit überschritten wird, auch wieder zu einer Absenkung der Leistungsfähigkeit kommen und dann sprechen wir eben von der sogenannten Überaktivierung. Und das sehen wir hier am rechten Teil dieser Abbildung. So folgt dann eben wieder eine starke Erregung bzw. dann sogar Panik, wenn der Aktivierungsgrad zu hoch wird und damit einhergehend wird dann eben auch die Leistungsfähigkeit wieder deutlich reduziert. Die Herausforderung im Zusammenhang mit der Aktivierung ist es also, den optimalen Grad der Aktivierung zu finden, um so den Menschen leistungsfähig und leistungsbereit zu machen, damit er sich dann in weiterer Folge eben wirklich mit den Werbemaßnahmen, mit den Produkten und den kommunizierten Informationen eben intensiv beschäftigt. Ja, gehen wir dann abschließend in dieser Lektion noch weiter zu den Stimulusarten. Also wir haben schon eingangs gehört, die aktivierenden Prozesse können ausgelöst werden durch Innenreize und Außenreize. Hier gibt es nach Voss und Swoboda auch noch eine weitere Unterteilung in der Stimuli. Und somit kann nach Voss und Swoboda eben eine Unterteilung vorgenommen werden in affektive, physikalische und kognitive Reize. Affektive Reize sind, wie es der Name schon sagt, Emotionen auslösende und mitunter genetisch disponierte Reizreaktionsmechanismen, welche in der Regel sehr, sehr stark aktivieren und auch sehr häufig eingesetzt werden. So typische Beispiele für affektive, emotionale Reize wären zum Beispiel das Kindchenschema, das Naturschema oder aber auch das Erotikschema. Gehen wir weiter zu den physikalischen Reizen. Auch hier, wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei vor allem um Stimuli, die sich durch ihre physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Größe, die Form, die Farbe oder eben auch die Lautstärke auszeichnen. Und zu guter Letzt kennen wir nach Voss und Swoboda auch noch die kognitiven Reize. Hierunter wird verstanden, dass diese kognitiven Reize eben Reizwirkungen erhalten, welche sich durch Widersprüche, gedankliche Konflikte oder eben auch Überraschungen auszeichnen. Und jetzt haben wir schon sehr viel gehört, dass Reize eben dazu führen, dass Menschen aktiviert werden. An dieser Stelle muss jedoch auch Vorsicht gewaltet oder an den Tag gelegt werden, denn Reize
können nicht oder haben nicht nur einen positiven Einfluss, nein, ganz im Gegenteil, Reize können auch einen negativen Einfluss auf die Einstellung eines Konsumenten haben. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn diese sehr stark störend oder aber auch verunsichernd wirken. Unsere typischen Beispiele hierfür wären aufdringliche, intensive physikalische Reize oder aber auch emotionale Reize, die als dümmlich, peinlich oder geschmackslos aufgefasst werden können oder eben auch das Drohen mit Konsequenzen. Und im Zusammenhang mit diesem negativen Einfluss gibt es dann eben noch zwei Effekte, welche man kennen sollte. Einerseits den Bumerang-Effekt und andererseits den Vampir-Effekt. Der Bumerang-Effekt beschreibt das Verursachen einer gegenteiligen Kommunikationswirkung, also wenn nicht die Wirkung erreicht wird, welche ursprünglich geplant wurde. Und im Unterschied hierzu wird unter dem Vampir-Effekt verstanden, dass die Reize wenig mit dem Gesamtkontext im Einklang stehen und dadurch eben auch gerne ablenkende Wirkungen haben. Also an dieser Stelle sollten Sie wirklich darauf achten, wie Sie die jeweiligen Reize setzen, sodass diese nicht sehr stark ablenkend oder verunsichernd wirken.